So, das dürfte es eigentlich gewesen sein, auch hier. Der liegt im Wasser, oder? Ja. Kriege ich den noch? Ja, den kriege ich noch. Stadt gebaut. Okay. Das klingt so lustig, wenn die Mönche gefoltert werden. So. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ja, voll, jetzt habe ich schon mal die maximale Anzahl an Skeletten Raum erobert. Das heißt, es ist Training und Vorbereitung. Was fehlt denn jetzt noch alles? Da fehlen die Indie-Fallen und die Auslöserfalle. Es fehlt noch ein bisschen was. Vor die anderen Fallen. Sind gerade erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf. Alle Teufler sind nicht beschäftigt. Die sollten arbeiten. Ach so, die wollen Geld. Dann holt euch Geld. Wie sieht's mit Laune aus? Ah ja, schon zwei Teufler grantig, weil sie kein Geld gekriegt haben. Weil ich schon 11 Skelette. Ah ja, ich kann ja 15 haben. Gut. Heilen, heilen. Du solltest lieber etwas trainieren gehen, als statt dich hier selbst zu foltern. Seine Jungfrau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Dann hier, holt euch Geld. Wenn ihr schon unglücklich seid. Und ihr beide, holt euch auch Geld. Ihr kommt hier nicht durch die... Jawohl. Warum geht die da so langsam durch, meine Güte? Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Das kann sich jetzt noch etwas ziehen. Hier ist eigentlich alles soweit. Ich bräuchte, hätte gern mal die Türe hier. Dass meine Imster keinen Unsinn mehr machen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Euer Casino ist zu klein. Trainieren ist nicht arbeiten. Und hör auf, mich dauernd damit zu nerven, dass mein Casino zu klein ist. Eine gegnerische Brücke erobert. So, die Brücke einreißen und dann ist das auch kein es Problem mehr. Ist Zahltag. What? Hier ist das Reich von Maleus. Seid wachsam, denn er schickt seine Vampire aus, um euch zu vernichten. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Warum? So weit war ich doch noch gar nicht. Oh.
Was soll der Mist jetzt? Okay, meine Teufler. Ihr trainiert lieber. Und alles, was ich an Mönchen habe, soll auch hier in die Trainingskammer. Eine gegnerische Brücke erobern. Skelette. Auch alle hier runter. Keiner verlässt meinen Dungeon jetzt. Niemand mehr. Es ist nämlich die Kacke am Dampfen. Sieht echt so aus. Wurde in Aradag-Stadt gebaut. Aha, das sieht echt. So viele Vampire sind das gar nicht. Ich sollte sie mal ein bisschen. Schwächen. Zeit gewinnen. Die Mönche rennen hinterher. Das finde ich schon mal gut. Naja, kommt weiter, weiter. Ja genau, die Mönche, die helfen mir ein bisschen. Nicht viel, aber wenigstens. Okay, du kommst gleich. Alle Mönche, hier den Trainingsraum. Und einen von den Vampiren mal übernehmen. Eine Indie-Falle wurde in eurer Darkstadt gebaut. Okay, die Vampire steigen hier immer wieder aus der Gruft. Sehr gut, was die Mönche da machen. Sieht bis jetzt noch ziemlich gut aus für mich. Das war jetzt falsch. Vorsicht. Aua. Jawohl, die Vampire liegen im Sterben, weil die Mönche sie töten. Und die Mönche laufen dann bei mir hinein. Werden von euer mir Casino gekehrt.
Na, lasst sie kommen. Genau, und ich habe nur 7 Ebs. Schnappt euch mal. Hat sich hier schon jemand geschnappt? Ja, hat sich schon jemand geschnappt. Das war falsch. Nein, das wollte ich nicht. Micromanagement Stau. Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Ja, genau, prügelt auf die Vampire drauf ein. Wie viele kommen da noch? Ach, ein paar kommen noch. Der hat mit seinem Vampir kaum eine Chance gegen die Heldenmönche. Und ich habe noch 12 Stück. Ach, ich sollte jetzt mal durchgraben. 2 Imps, die mich hier durchgraben. Na, machen wir gleich 3 draus. So. Der Mönch kann jetzt bekehrt werden und hier wird auf die Mönche. Schon wieder Jackpot. Da prügelt auf die. Okay, der eine Vampir ist entkommen. Aber der wird nicht mehr überleben. Oder? Ist er jetzt auch aus der Gruft gestiegen? Sieht nicht mehr so aus, als ob viele gegnerische Vampire da sind. Nun gut. Da sind noch 4. Wie viele laufen hier noch rum? Ach, nicht mehr besonders viele. Eine Indie-Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Gefangennahme aus. Gefangennahme ein. So. Ja, das passt voll dazu. Wir sind mitten unter der Belagerung von Vampiren und was kommt im Hintergrund? Solche Musik. Aua. Prügelt auf die gegnerischen Vampire ein. Die wollen mal hier nicht. Du siehst gar nicht aus wie ein Vampir, du siehst aus wie ein Mönch. Du warst ein Mönch. Okay, wir haben den Weg gefunden. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Was verhungert in meinem Kerker für ein Geschöpf denn? Ach so, das blaue von... Der blaue Mönch. Ein toller Name. So, wir werden bald bekehrt sein.